Hallo, ich begrüße euch zum zweiten Mal auf meinem Kanal. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich mal so eine Fragen-Beantworten-Stunde machen soll. Und das mache ich jetzt mal. Also, ich habe ja letztens gesagt, dass Sandy, komm, dass die, wie alt die Sandy ist, habe ich ja gefragt. Und die Sandy ist 8. Wir haben sie mit 3 Jahren gekriegt. Von der Frau. Und also wir haben sie geschenkt gekriegt. Und es war eigentlich das Beste für uns, weil da ist gerade unser einer Hund gestorben. An einem Herzfehler. Mit 5 Jahren ist der gestorben. Und dann haben wir einen Monat später, wir haben einen Hund gesucht. Und dann einen Monat später kam dann die Frau mit dem Hund, mit der Sandy dann her und hat gesagt, dass sie für den Hund nicht mehr genug Zeit hat. Dann haben wir sie halt gekriegt. Die ersten Tage waren ein bisschen komisch mit ihr, weil sie hat uns schon seit einem Jahr gekannt, aber sie war nicht so erzogen, wie man es eigentlich von einem Hund kennt. Komm! Ja, also sie war nicht so erzogen. Sie ist immer auf die Couch hoch. Sie hat Türen aufgemacht und sowas. Also sie war total unverzogen. Sie war auch die Leine nicht gewöhnt. Und dann hab ich sie dann halt erzogen, so nebenbei halt. Mein Vater hat auch. Oh, da hinten sind die Gänse. Sandy! Ja, jetzt wird nicht gejagt. Vielleicht später ein bisschen. Mal gucken, ob sie wiederkommt. Und da flitzt sie. Da sind sie gelandet und dahin steht sie. Da rennt sie wieder. Komm her! Sie ist glücklich, wenn sie rennen darf. Ja. Sie liebt ja Gänsefleisch in meinem Hundeleckerli-Beutel, den ich jetzt gerade nicht dabei habe. Da ist auch Gänsefleisch drin. Und das liebt sie ja. Ja. Und wahrscheinlich deswegen, die riechen anscheinend danach. Oh, die werden aggressiv. Okay. Jetzt Ruhe bewahren. Ja, also Sandy, die jagt wirklich sehr gerne. Nur manchmal nervt es auch ein bisschen, weil wenn ich mit Freundinnen spazieren gehe, dann dann fängt sie an zu buddeln. Und dann kriegt man die da wirklich manchmal nicht weg und es nervt halt. Aber ich finde es auch sehr lustig, hier manchmal beim Jagen zuzugucken. Also, ich finde es lustig. Auch wenn die Gänse jetzt eigentlich nicht jagen sollte. Aber ich finde, jeder sollte seinen Spaß haben. Ich meine, eure Eltern können euch auch nicht davon abhalten, die Glotze anzumachen. Und das ist halt Spaßaktivität für sie. Ja, also, wenn ihr noch mehr Videos haben wollt, schreibt es in die Kommentare und könnt mir Tipps geben, was ich machen kann. Ja, komm hier. Sitz. Ja, okay. Tschüss.